Mein Name ist Uschi Singer, ich bin knapp 54 Jahre alt, bin jetzt seit 7 Jahren hier an St. Ursula in Gallenkirchen und das macht Freude, hier zu unterrichten. Nicht nur, weil die Gebäude interessant sind, sondern weil wir hier sehr viele schöne Begegnungen mit den jungen Menschen haben. Ja, warum bin ich Religionslehrerin geworden? Das waren eigentlich 2 Motive. Ich wollte mehr über Gott erfahren damals. Und ich wollte unbedingt etwas mit Menschen zu tun haben beruflich. Und da passte das natürlich wunderbar zusammen. Ich denke, dass ich als Religionslehrerin mehr und intensiveren Kontakt haben kann mit den Schülerinnen und Schülern als in jedem anderen Beruf oder in jeder anderen Situation. Und das ist natürlich eine wunderbare Chance und auch eine Herausforderung. Alle da? Schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Singer. Ich habe im Moment eine Klasse 5 und unterrichte Deutsch und Religion bei denen und freue mich sehr immer, wenn ich sie sehe, weil sie so authentisch und lebendig sind. Der Religionsunterricht bietet mir die Chance, an intensiven Themen mit den Kindern arbeiten zu können. Also mit der Frage, warum leben wir, was ist der Sinn des Lebens, was passiert nach dem Tod. Und die Kinder sind da sehr offen. Und ja, das sind wunderbare Begegnungen. Ja, warum arbeite ich bei der Kirche? Ich bin ganz bewusst an einer katholischen Schule, weil wir alle zusammen, die Lehrer, die Eltern und die Schüler, auf dem christlichen Menschenbild uns begegnen, vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes. Und das ist ein Konsens, den ich an anderen staatlichen Schulen in dem Maße nicht habe. Ich muss hier nicht diskutieren, ob ich mit den Kindern einen Gottesdienst feiern kann. Wichtig für meine Arbeit hier an St. Ursula war sicher auch die schulpastorale Ausbildung, die ich im Katechetischen Institut in Aachen bekommen habe. Und es hilft mir sehr bei Gesprächen mit den Kindern, mit den Eltern. Es hilft mir, Probleme zu erkennen, denn Unterrichten ist mehr als nur Wissensvermittlung. Das ist Begegnung mit dem Menschen in allen seinen Facetten. Ich habe hier einen sehr guten Rückhalt. Das zeigt sich in der sehr großen kollegialen Zusammenarbeit. Ich sitze an einem wunderbaren Tisch im Lehrerzimmer mit Kollegen aus meinem Bereich zusammen und wir sorgen nicht nur fachlich füreinander, indem wir uns Unterrichtsmaterial ausleihen. Wir trösten einander, wenn es uns nicht gut geht. Wir ermuntern uns. Und das ist einfach eine wunderbare Gemeinschaft. Wir haben ganz viele verschiedene Gebäude. Besonders interessant finde ich hier diesen alten Turm, der Teil einer alten Burganlage ist. Es gibt sogar einen Kerker hier. Wir haben ein wunderbares altes Tor, durch das die Schüler morgens gehen. Ja, und das macht Freude, hier zu unterrichten.